wahrscheinlich auch Geld wie sonst was. Ja. Ja, wenn du Glück hast, kommst du auf so eine Liste von Testkandidaten für das neue Zeug. Hm. Naja, am Ende sind wir wieder im dritten Stock und im Flur der 12. Klassen. Genau da, wo ich vor 5 Minuten schon war. Ich hätte hier bleiben und auf Emi warten können, wenn ich das gewusst hätte. Also arbeitest du arbeitet Rin immer noch an ihrem Wandgemälde? Genau, und sie braucht noch alle möglichen Farben und Pinsel und Zeugs und ich hole ihr das aus dem Kunstraum. Und deswegen brauchst du meine Hilfe? Naja, Rin hat erzählt, dass du ihr schon einmal geholfen hast, also dachte ich, es macht dir nichts aus. Ach so. Dank Emis verworrener Logik bin ich nun wieder hier gelandet, um für andere Leute Kram aus dem Kunstraum zu besorgen. Kommt mir bekannt vor. Abgesehen von uns und ein paar einsamen Staubkörnern, die in der Luft schweben, ist der Raum leer. Emi hüpft zur gegenüberliegenden Wand und holt einen kleinen, zerknüllten Zettel aus ihrer Tasche. Während sie versucht, aus der krackeligen Handschrift schlau zu werden, betrachte ich die Sachen wie was die hier herumliegen. Dutzende von Farbdosen und Flaschen stehen völlig ungeordnet im Regal. Manche sehen so aus, als ob sie schon seit Jahrzehnten so dastehen. Relikte früher Generationen von Kunstschülern. Neben dem Stapel feinsäuberlich aufgeschichteten Zeichenpapieres sind Kisten voller verschiedener Pinsel und sortierter Kreide. Der Geruch nach Farbe, Terpentin und frischem Papier liegt in der abgestandenen Luft. Dieser unverwechselbare Geruch nach Kunst. Emi ist immer noch mit dem Notizzettel beschäftigt und gleicht ihm mit dem Etikett auf dem Dosen ab. Findet sie eine richtige, gibt sie mir. Sie reckt sich so weit ich kann, um einen Blick auf den obersten Regalboden werfen zu können. Aber es reicht nicht. Ganz gleich, wie sie es anstellt, sie kommt mit ihren Augen einfach nicht hoch genug. Emi gibt auf, schaut auch aber so sehnsüchtig hoch wie ein Kind in einem Spielzeugladen. Ihre Wut staut sich auf und sie fängt an, auf und ab zu springen. Emi versucht wohl, die Etiketten in den Bruchteil einer Sekunde zu lesen, indem sie diese sehen kann. Natürlich funktioniert das nicht, aber immerhin schafft sie es fast, das gesamte Regal umzureißen. Jetzt ist mir klar, wie ich mich hier nützlich machen kann. Komm, lass mich das machen. Du kannst nicht hoch genug springen und am Ende verletzt du dich noch. Außerdem bin ich fast doppelt so groß wie du. Oh, Blowjob-Größe. Standgebläse. Ein bisschen böse, aber okay. Bist du gar nicht! Sie dreht sich um, ihre Wangen ganz rot vor Ärger. Nur ein Spaß. Lass mich einfach da oben nachsehen, in Ordnung? Sie blitzt mich noch einmal an, aber es kommt keine Widerrede. Mit einem missmutigen Hümpf, dreht sie sich wieder weg. Ich beginne den obersten Regalboden nach Farben abzugrasen. Emi plündert derweil die Schränke. Ich muss ein wenig den Kopf schütteln, natürlich erst nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass sie mich nicht sehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass Emi einen Komplex wegen ihrer Körpergröße hat, sonst hätte ich darüber auch keinen Witz gerissen. Sie scheint zwar sorglos, aber ich schätze, dass niemand ohne Schwachstellen ist. Erst als wir fast alle Dinge zusammengesucht haben und auf dem Tisch zu ausgebreitet haben, wie die Beute einer Schatzsuche? Aha. Wie die Beute einer Schatzsuche, fällt mir ein, dass es vielleicht gar nicht beim Meinspruch über ihre Größe war, der sie so aufgebraut hat. Vielleicht mag sie es auch nicht, wenn man ihr sagt, dass sie etwas nicht tun kann, wie springen. Emi selbst scheint schon wieder alles vergessen zu haben. So schnell wie sie auf die Palme gebracht ist, so schnell kommt sie auch wieder runter. Sie scheint wohl diese Art von Person zu sein. Wenigstens hat sie sich wohl nicht zu Herzen genommen. Sie redet unbekümmert weiter, als ob nichts gewesen wäre, während wir den Rest zusammen suchen und uns dann wieder zur Rin aufmachen. Oh, Silent Hill ist jetzt auch draußen. Ganz der Gentleman trage ich den Großteil der Materialien auf dem Weg zum Wohnheim. Rin setzt sich ziemlich unter Druck, um das Gemälde fertig zu kriegen, ist aber ihre eigene Schuld. Sie hätte früher damit anfangen müssen. Wird sie es denn schaffen? Keine Ahnung, ich finde, es sieht schon gut genug aus, aber bei Rin weiß man nie, was noch kommt. Boah. Boah, ja. Ganz Hals voller... Bakterien. Ja. Und hässlicher Kinder. Ich meine. Aha. Frösche. Ja, von Ehens, die gleich aus deiner Brust herausbrechen wollen. Und dann rumtanzen. Der gestrige Tag, Abend. Ist ein gutes Beispiel dafür. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen über Emis Dialog reden. So jetzt.
Ich habe sie heute Morgen zusammengekauert vor dem Wohnheim gefunden. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich kann nicht glauben, dass die Nachtpfleger sie nicht gefunden haben. Diese Schweine. Und jetzt malt sie wieder wie verrückt. Ja, ich habe schon festgestellt, dass sie irgendwie verwirrt wirkt, gewissermaßen. Emi kichert, als sie das hört und mit mir meine Verlegenheit ansieht. Ist schon okay, sie ist manchmal einfach ein bisschen merkwürdig. Dann sind wir uns einig, aber anders als ich kommt Emi besser klar mit was auch immer das ist, was Rin so seltsam macht. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich so nah sind wie Misha und Shizune. Manchmal, wenn die beiden zusammenarbeiten, kann man kaum sagen, wo Shizune aufhört und Misha anfängt. Weißt du, was mir ein bisschen aufgefallen ist? Es gibt ja anscheinend 6 Mädchen. Ja. Und irgendwie sind immer 2 davon in irgendeiner Konstellation miteinander. Sieht so aus. Emi Rin, Hanako Lilly und Misha und Shizune. Sieht so aus. Also es gibt immer einen Doppelpack anscheinend. Das Problem ist bloß... Ich denke mal, man wird sich für eine dieser 3 Gruppen entscheiden müssen. Und dann in dieser Gruppe extra nochmal Entscheidungen. Genau. Momentan scheint es ja fast... Jawohl, wir haben zuerst mehr Zeit mit Shizune und Misha schon abgewählt, sage ich mal ein bisschen. Also aktuell durch eine Entscheidung halt. Ja, durch die eine Entscheidung. Ich würde eher sagen, aktuell treffen unsere Entscheidungen mehr auf die Konstellation Rin, Emi und Lilly und Hanako zu. Ja. Aber vielleicht ist das auch einfach bloß jetzt so, vielleicht am Anfang Shizune, Misha, dann... Emi Rin und dann kommen wir Hanako und Dingens näher und im zweiten Kapitel. Vermutlich. Vielleicht, es gibt 5 Kapitel, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil es steht ja auch immer da 1 von 5, oder? Wir werden es sehen. Beim Tagswechsel zeige ich das nochmal. Okay. Obwohl sie so verschieden sind wie Emi und Rin unterscheidet sich von allen anderen am meisten. Sie unterscheidet sich von allen, die ich je getroffen habe. Ja, ich denke, sie ist sehr einzigartig. Ich komme wieder auf dieses Wort zurück, als ob es ihre Persönlichkeit vollkommen beschreibt. Dabei steht es nur für eine lange Reihe ihrer Seltsamkeiten. Emi kichert wieder, diesmal angesichts meines Versuchs, eine gute Beschreibung für Rin zu finden. Sie ist einfach nur merkwürdig. Weißt du, vorhin, da saß sie einfach nur eine halbe Stunde auf ihrer Kiste und hat auf ihre Zehen gestarrt. Sie kichert wieder. Ich glaube, sie weiß selbst nicht genau, wieso das komisch ist. Nur, dass es eben komisch ist. Die ganze Zeit. Der Arbeitsbereich sieht furchtbar aus, aber das Wandgemälde nimmt jetzt noch viel mehr von der Mauer ein als gestern Abend. Die entstellten menschlichen Figuren sind jetzt in Rot, Pink und Orangetönen ausgemalt. Merkwürdig, fantastische Dinge bevölkern die Räume dazwischen. Es sieht nett aus. Mir fällt kein Wort ein, das Werk kurz zusammen umfassend beschreiben könnte. Deswegen muss ich mir dem schwammigen Nett Formen lieb nehmen. Aber ernsthaft, je weiter das Wandgemälde voranschreitet, desto unaufgeräumter sieht es drumherum aus. Der Boden ist zugestellt mit Dutzenden Farblosen, verschiedenen Kunstmaterialien und leeren Limoflaschen. Rin selbst ist mittendrin in diesem Chaos, aber sie scheint sich wohl zu fühlen, als ob sie ein ganz natürlicher Teil dieser Szenerie wäre. Ihre Hosenbeine sind bis zu den Knien aufgerollt und auf ihren dünnen Waden trocknet eine wirre Kriegsbemalung, ganz wie auf Emis Gesicht. Emi sprintet voraus auf Rin zu und hüpft voller Freude vor ihr auf und ab. Bin wieder da! Jetzt muss ich das mal wieder überlegen. Das ging schnell. Bist du wieder auf den Fluren gerannt? Hisao hat mir geholfen. Emi zeigt siegesbewusst auf mich. Rin dreht sich um, folgt Emis Finger mit den Augen und schaut so ungefähr in meine Richtung. Sie nickt mir abwesend zu, sieht nicht so aus, als ob sie seit letzter Nacht geschlafen hätte. Ein leerer, glasiger Blick, irgendwo ins Nirgendwo und Bewegungen wie in Zeitlupe. Hallo Hisao, danke für die Hilfe. Du musst mir nicht danken. Hab ich aber eben. Schon in Ordnung. Du scheinst Fortschritte gemacht zu haben. Sieht gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt wirst du noch mehr Pech haben. Ich weiß, aber das Risiko gehe ich ein. Nett von dir, das zu sagen. Also für mich natürlich, nicht für dich. Deswegen haben Maler immer Pech. Sie müssen sich ständig ihre unfertigen Bilder anschauen. Deswegen finden Maler nie die wahre Liebe. Ihre Lieblingsserien werden abgesetzt oder sie sterben jung an einer unbekannten Krankheit. Das ist ein grundlegendes und mysteriöses Gesetz des Universums. Außer wenn sie blind sind. Alter, was machst du da? So, das ist Feuerwerk draußen. Feuerwerk? Ja. Und gehst du aber auf ein Feuer? Und gehst du ein Feuerwerk? Tja. Nur deswegen. Nur deswegen. Lass euch das glauben. Ja. Rin denkt eine Weile darüber nach und sieht dabei aus, als ob sie gleich einschlafen würde. Es
gibt da einen Jungen. Das war jetzt zu. Im Kunstclub siehst du ein blinder Junge. Er kann es also nicht sehen, meine ich. Das hast du mir schon erzählt. Ich werfe einen kurzen Blick auf Emi und sie wirft ihn mir zurück. Sie hat das wohl auch schon mal gehört. Keiner von uns sagt etwas zu Rinnen, also fährt sie mit ihrem monotonen Selbstgespräch fort, wie ein unlustiger Bühnenkomiker. Er sollte Maler werden. Garantiert kein Pech. Glaubst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Dass nur blinde Leute Maler werden sollten? Nein, eigentlich nicht wirklich. Dann könnte was Wahres dran sein. Rin gibt den Gedanken endlich auf und wendet sich wieder ihrem Werk zu. Sie nimmt es in Augenschein und fängt an, eine Melodie zu summen, die mir bekannt vorkommt, aber ihr Name fällt mir nicht ein. Emi sortiert derweil die Materialien, die wir gebracht haben, und stellt ein paar Dosen um. Sie versucht, ein wenig Ordnung zu schaffen. Emi, ich brauche das Preußischblau. Welches ist das Preußischblau? Hilflos schweift der Blick über 7 oder 8 Dosen, alle mit unterschiedlichen Blautönen. Wie, wo Preußisch Blau drin ist? Ach, Rin, das hilft mir überhaupt nicht. Ich schaue mich auch um, obwohl ich selbst nicht weiß, wie Preußisch Blau aussieht. Ich frage mich, was Blau überhaupt mit Preußen zu tun hat. Oder was Preußen überhaupt ist. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ja, wir wissen natürlich, was Preußen ist, oder? Also. Nee. Aber keine von den blauen Farben sieht preußischer aus als die andere. Das Kleingedruckte auf den Etiketten ist lesbar genug, um festzustellen, dass keine der Dosen mit Preußen zu tun hat. Super. Hier ist kein Preußisch-Blau. Dann müssen wir eben mehr besorgen. Gerade will ich sagen, dass für eine so einfache Aufgabe wie eine Dose Preußisch Blau zu finden, nicht 2 Leute benötigt werden. Da packt mich Emi schon am Arm und zerrt mich wieder davon. Ich winke Rin zu, aber sie scheint mich nicht einmal bemerkt zu haben, dass wir beide sie verlassen haben. Ist sie jetzt auch noch blind oder was? Oh, Scientil. Einmal durch Scientil, ganz schnell. Naja, sie wird es spätestens dann bemerken, wenn sie wieder nach Preußisch Blau sucht und es noch immer nicht da ist. Und wir auch nicht. Vielleicht. Oh, Silent Hill ist jetzt überall. Wahrscheinlich eher nicht. Während ich mir noch Gedanken darüber mache, wie merkwürdig Rin ist, hat mich Emi schon zum Kunstraum zurückgeschleppt. Mir geht langsam die Luft aus. Wozu die Eile? Hä? Emi mustert mich. Du scheinst es nur so eilig zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir mithalten kann. Ihrem Gesicht sehe ich an, dass ihr etwas dämmert. Du bist doch nicht etwa außer Atem, oder? Die Verspieltheit in ihrer Stimme klingt irgendwie anklagend. Ich bin geneigt, es abzustreiten, aber dann bemerke ich, dass ich schon die ganze Zeit, seit wir angehalten haben, schwer atme. Ist dann wohl offensichtlich. Ein wenig können eben nicht alle in Form sein. Die Menschen sind halt unterschiedlich, nicht wahr? Emi runzelt die Stirn, sieht unheilverheißend aus. Ich sollte also in Form kommen? Nicht, dass ich mir nicht schon vorgenommen hätte, darauf hinzuarbeiten. Nach meinem Anfall auf der Laufbahn ist mir schon aufgegangen, dass ich mir das Laufen wirklich angewöhnen sollte. Bis zu meinem Fehlalarm habe ich mich ja auch ziemlich gut dabei gefühlt. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber es hat Spaß gemacht. Währenddessen hat mein Kommentar Emi anscheinend geholfen, einen Schluss zu fassen. Also, abgemacht. Sie sieht mir ernsthaft in die Augen. Von jetzt an bist du dabei. Wie bitte? Morgens. Du und ich. Wir sind jetzt Laufpartner. Ich habe schon einen Trainingsplan ausgearbeitet, ehrlich gesagt. Sie holt ein zerknülltes Stück Papier hervor. Hab ihn sogar dabei. Weil das passt irgendwie nicht, finde ich ja. Jetzt. Ich nehme ihr das Blatt aus der Hand und überfliege es. Zeiten, Termine, Runden, alles durchgeplant. Ein langsamer Anstieg. Erst nur ein paar Runden am Tag, dann... Mein Gott, ist das etwa ein Marathon, den ich am Ende laufen soll? Und wann hat sie das alles geplant? Und seit wann plant sie das überhaupt schon?
Du hast das geplant? Ein wenig. Aber das ist eigentlich eine Idee von Doc. Dieser alte Schlawiner. Er hat mir gesagt, dass ich dich im Auge behalten soll, damit du wirklich auch so trainierst, wie er es dir gesagt hat. Eine gewaltige Verschwörung. Vielleicht hat Kenji ja doch recht. Das ist aber ein bisschen viel dafür, dass du mich nur im Auge behalten sollst. Naja, wenn ich ehrlich bin, dann suche ich schon ziemlich lange nach einem Laufpartner für meine Morgenrunden. Mein Gott, Kenji, wenn du nicht sehen könntest, wie die Verschwörung mich verschlingt. Gibt's eventuell auch so ein bisschen... ich will jetzt zwar nicht... Meinst du, die Kenji-Route gibt es? Ja. Ich hoffe es nicht. Nee, bitte kein Yaoi, bitte kein Yaoi, bitte kein Yaoi. Wozu brauchst du überhaupt einen Partner? Weil es einfacher ist, auch wirklich zu trainieren, wenn man dabei nicht alleine ist. Ist das nicht offensichtlich? Nein. Man kommt nicht so leicht in Versuchung, einfach aufzuhören, wenn jemand auf einen wartet, nicht wahr? Ich verstehe, und das motiviert nicht nur dich zum Weiterlaufen. Das heißt auch, dass ich selbst weiterlaufen werde. Was letztlich heißt, dass ich das tue, was Doc sagt. Und ich dich im Auge behalten kann, so wie er es gesagt hat. Bist aber schnell darauf gekommen, Hesau. Und was, wenn ich mich weigere? Ich habe natürlich nicht vor, mich zu weigern. Aber im Angesicht eines so meisterhaft ausgeführten Plans muss man zumindest ein wenig symbolisch Widerstand leisten. Boah, mit diesen Stimmen krieg ich bald... sterbe ich hier noch. Ja, dann stirb doch bitte. Los, stirb! Ja. Stirb. Ja, weiter. Na, wenn du dich weigerst, dann schmolle ich. Und du müsstest damit leben, der Typ zu sein, der Emi Ibarazaki zum Schmollen gebracht hat. Nein. Und das willst du doch nicht auf dem Gewissen haben, sie oder? Sie wird dabei wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich. Wie auf Kommando beginnt Emi zu schmollen. Das ist das Herzerweichendste, was ich jemals gesehen habe. Okay, ich werde es tun. Hör bitte auf damit. Ich fühle mich, als ob ich gerade einen Welpen getreten hätte. Also abgemacht, nicht wahr? Du wirst mein Laufpartner sein und dich an den Trainingsplan halten und an den Ernährungsplan. Ernährungsplan? Klar, den Ernährungsplan. Du musst gesund essen, wenn du in Form kommen willst, weißt du? Ich untersuche den Trainingsplan etwas genauer. Ich kann hier keinen Ernährungsplan finden. Ah, richtig, ich habe vergessen, ihn dir zu geben. Noch ein zerknülltes Stück Papier, das den Besitzer wechselt. Etwas weniger detailliert. Doc hat mir dabei geholfen. Es ist überwältigend, wie viel Mühe sich Doc gibt, um meine Gesundheit in Schuss zu halten. Ich kenne nicht viele Schulpfleger, die einen ihrer Schüler dazu rekrutieren würden, mich auszuspionieren, und noch weniger, die einen ganzen Diätplan ausarbeiten würden. Ich glaube auch nicht, dass er so viel kennt. Ich glaube auch nicht, dass er es wirklich immer machen würde. Na, das ist für ihn. Na, vielleicht ja schon. Na, man weiß nicht. Ja, im echten Leben vielleicht, aber nicht in diesem. Nicht in unserem Leben, wir werden ja nicht so. Nicht in unserem Leben, ja. Allerdings bin ich hier auch nicht an einer normalen Schule. Und vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht. Aber der Diätplan scheint so ziemlich alles zu verbieten, was es morgens beim Schulfest geben wird. Also wann soll unser Laufprogramm starten? Er fängt mit dem Diätplan erst übermorgen an, das ist der Plan. Nach dem Schulfest. Sofort danach? Was, wenn ich da etwas esse? Ich könnte Bauchschmerzen bekommen, oder? Ich meinte den Tag nach dem Schulfest. Weiß ich doch. War das nicht etwas, was war da nicht etwas, das wir tun sollten? Oh, wir sollten uns langsam um die Farben für Rin kümmern, nicht wahr? Oh nein, habe ich total vergessen. Fapp. Bis wir die Farbe gefunden haben, bis wir die Farben gefunden und zum Wandgemälde gebracht haben, hat sich Rin irgendwo hin davon gestohlen. Na dann, Emi und ich gehen unsere Wege, die Farbe lassen wir einfach auf dem Boden liegen, aber vorher treten wir nochmal kräftig gegen, damit das ganze Gemälde zerstört ist. Muhahaha. Rin wird sie finden, wann auch immer sie zurückkommt. Morgen ist das Schulfest, ich bin ehrlich gesagt ein wenig aufgeregt, gleichzeitig aber hat mich die letzte Woche ziemlich erschöpft. Ich lese noch ein wenig und gehe dann ins Bett. Tja, und weißt du was? Warten. Ich glaube, das ist der perfekte Moment für eine Pause.